Seit 1954 baut Alfa Romeo die Giulietta. Wir haben hier ein 1956er Baujahr, das ist genauso wie das Original damals. Und dieses Fahrzeug war für Alfa Romeo extrem wichtig, denn das war der Sprung von der Klein- zur Großserienproduktion. Seit damals hat sich eine Sache gar nicht verändert und das ist das Gesicht. Das sehen wir sehr deutlich hier am Kühlergrill. Der sieht bei der aktuellen Giulietta eigentlich genauso aus. Aber es hat sich dennoch einiges getan und was das ist, das schauen wir uns jetzt an. Schon zu Beginn der Giulietta-Baureihe war das sportliche Erscheinungsbild ein absolutes Muss für Alfa Romeo. Die Giulietta Sprint aus dem Jahr 1956 zeigt die typischen dynamischen Proportionen, die bis heute Teil der Alfa-DNA sind. Rund 60 Jahre später ziert die Front der Giulietta noch immer der typische Alfa Romeo-Look. Dieser orientiert sich jetzt jedoch mit neuem Kühlergrill und neu gestaltetem Stoßfänger deutlich an der Optik der Alfa Romeo Giulia. Die Top-Ausstattungsvariante der neuesten Giulia-Baureihe mit Namen Veloce präsentiert sich besonders sportlich. Wichtige äußere Merkmale sind hier zum Beispiel der Scheinwerferhintergrund in Carbon-Optik, die rote Zierlinie am Sportstoßfänger und diverse Anbauteile in glänzendem Anthrazit. Seitlich fallen sofort die 17 Zoll Leichtmetallfelgen ins Auge. Hinter ihnen thront die Bremsanlage von Brembo mit ihren rot lackierten Bremssätteln. Damit man mit all der sportlichen Optik auch dynamisch unterwegs ist, wird bei Alfa seit jeher auf ein gutes Leistungsgewicht gesetzt. So auch bei der aktuellen Giulietta. Die Motorenpalette der neuen Giulietta umfasst insgesamt 8 Motoren, 4 Diesel und 4 Benziner. Bei den Dieseln geht's los mit 120 PS und reicht bis 175 PS. Hier neu im Programm ist der 120 PS Diesel mit dem TCT, also dem Doppelkupplungsgetriebe. Der verbraucht laut Hersteller nur 3,9 Liter auf 100 Kilometer. Bei den Benzinern reicht die Leistung ebenfalls von 120, aber hier bis hoch auf 240 PS. Das ist die sogenannte Giulietta Veloce und das ist auch genau das Fahrzeug, das wir hier als Testwagen haben. Mit so viel Leistung an Bord lässt sich die neue Giulietta selbstverständlich sehr sportlich bewegen. Die Giulietta über die Landstraßen zu fahren, macht richtig Spaß. Das ist richtig schön agil und dazu gibt es dann auch noch den passenden Sound. Dank der direkten Lenkung, dem Doppelkupplungsgetriebe und der Möglichkeit aus unterschiedlichen Fahrmodi zu wählen, bleibt es ganz dem Fahrer überlassen, wie dynamisch es vorwärts gehen soll. Damit man das auch richtig genießen kann, passt sich der Innenraum dem dynamischen äußeren Look an. Die Sitze sorgen für ausreichend Halt, ohne jedoch auf Komfort zu verzichten. Und auch das Infotainment-System mit seinem bis zu 6,5 Zoll großen Touchscreen ist auf dem neuesten Stand. Im Topmodell Veloce vervollständigen die Aluminiumpedalerie, ein Sportlederlenkrad mit roten Kontrastnähten und Elemente in Carbonoptik den sportlichen Gesamteindruck. Insgesamt bietet Alfa Romeo mit der Giulietta Veloce einen sehr sportlichen, alltagstauglichen, jedoch absolut nicht alltäglichen Kompaktwagen. Sowohl das Exterieur wie auch das Interieur lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um einen echten Alfa Romeo handelt. Die Kombination aus gelungenem italienischen Design, ansprechender Materialauswahl und sehr guten Fahrleistungen hinterlässt bei mir einen durchwegs positiven Gesamteindruck. Das Facelift hat der Giulietta gut getan, denn sie hat die neue Front. Das ist die, die der Giulia deutlich ähnlicher sieht. Der Basispreis liegt bei knapp über 21.000 Euro. Das, denke ich, ist mehr als fair. Wer jedoch die Top-Motorisierung fahren will, die Veloce, der muss mehr als 32.000 Euro investieren. Dafür gibt es allerdings reichlich Ausstattung und ordentlich Fahrspaß. Wer groß ist, so wie ich, sollte unbedingt Probe sitzen, denn wie hier zum Beispiel das Schiebedach nimmt genau die Zentimeter an Platz weg, die ich für einen perfekten Sitz bräuchte. Ansonsten großes Kino. Yeah.